Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Saphir Zelda Challenge. Wir haben letztes Mal die erste Arena geschafft. Lief eigentlich ganz gut. Und ich wollte ein bisschen trainieren. Ich habe Navi auf Level 10 trainiert und Impa ein Level abgegeben. Dann fiel mir auf, ja scheiße, ich komme hier ja gar nicht weg, weil wir dem Typen seine Waren zurückbringen müssen. Und ich nicht ins Pokécenter gehen kann. Ich habe jetzt schon für die beiden, ich glaube, drei Tränke verballert. Was nicht schlimm ist, wir haben noch ein Nugget im Inventar, das kann ich verscherben. Da habe ich die Tränke wieder drin, das ist kein Thema. Aber deswegen, Training ist jetzt gerade irgendwie ein bisschen ungünstig. Deswegen, machen wir uns jetzt lieber erstmal auf den Rückweg. Ich hatte eigentlich gehofft, ich könnte alle auf Level 10 trainieren, bevor ich gegen Maike kämpfe. Ist okay, dann jetzt eben nicht. Ich weiß jetzt noch nicht, wie stark Maike ist. Ich glaube, die wird jetzt nicht so stark sein. Sollte eigentlich kein Problem sein, hoffe ich mal. Ich trainiere jetzt erstmal noch ein bisschen Nico. Weil ich einfach glaube, Nico werde ich noch brauchen. In der nächsten Arena hätte ich nämlich ganz gerne Level 13. Da werde ich wahrscheinlich sowieso noch bis... Okay. Mist. Traslatscher Konfusion auf Level 10. Da wusste ich jetzt auch nicht mehr, welches Level das war. Egal, also nächste Arena ist der Kampf, die folgt jetzt quasi direkt im Anschluss, auch wenn ich glaube ich die Reihenfolge umdrehen werde und erst in die Höhle gehe, weil ich die Höhle auswendig kenne und auch im Dunkeln durchgehen kann. Und ich will so oder so im Dunkeln da durchgehen, weil ich keinen Bock darauf hätte, den Pokémon Blitz beizubringen. Ich müsste Nico eigentlich noch ein bisschen trainieren für die Arena. Mindestens bis Level 13, weil er da Flügelschlag lernt. Und naja, die nächste Arena ist eine Kampfarena. Da wäre ein Flügelschlag doch ganz praktisch. Davon abgesehen ist Camillo auf Level 18, habe ich mal nachgeguckt. Und auch da, ich bin froh, dass ich nachgeguckt habe, weil ich natürlich wieder vergessen habe, dass wir hier Saphir spielen und nicht Smaragd. Er hat nämlich hier nur zwei Pokémon. In Smaragd hat er ja drei. Das Meditier fällt weg. Gut, das ist jetzt an sich relativ egal, weil das Meditier war eh... das Pokémon, was immer nur Power Punch gespammt hat. Also, wenn man jede Runde angegriffen hat, war es scheißegal. Das macht jetzt also, glaube ich, nicht so den großen Unterschied, ob es dabei ist oder nicht. Ich muss halt echt gucken. Ich werde weder Navi noch Thelma logischerweise in der nächsten Arena einsetzen können. Als normal Pokémon gehen die mir ja nur drauf. Das kann ich knicken. Ah, scheiße. Spurenwert. Flummel! Ich bleib mal drin. Flummel kann ja nur Pfund und Aufruhr. Deswegen sollte das eigentlich kein Thema sein. Ja, Pfund. Das ist aber mehr als ich dachte. Aufruhr könnte jetzt schon ziemlich weh. Das Risiko gehe ich nicht ein. Jetzt kriegt Thelma zumindest die Erfahrungspunkte. Das könnte auch fürs Level-Up reichen. Ist sie trotzdem noch Level 10. Hör auf zu... Arschloch! super. Na komm, Magneter. Ich habe auch noch während des Trainings, sag ich jetzt mal, das kleine bisschen Training, was ich da gemacht habe, habe ich auch noch ein Item bekommen von Thelma, und zwar eine Top-Genesung. Die könnte so früh im Spiel nochmal echt nützlich werden. Gut, die wird so oder so mal bestimmt immer nützlich werden. So, jetzt bin ich gespannt, wie viel macht eine Aufruhr? Das ist ja gar nichts. Gut, ich bin drei Level drüber, aber das macht ja gar nichts. Wie stark ist nochmal Absorber? Hat er nur eine Stärke von 20, ne? Und Kugelsaft hat wie viel? 10 oder 15? Müsste Kugelsaft ja eigentlich stärker sein. Ja, mit dem Crit auf jeden Fall. Und ja, wunderbar, nochmal. Jessikowski, Flummel. Ich habe echt viel zu lange kein Pokémon mehr gespielt. Ich bin vollkommen raus, das merke ich. Ich schätze den Schaden der Gegner vollkommen falsch ein. So. Aber das fällt mir auf. Auf dieser Route sind deutlich weniger Trainer als in Smaragd. Weil da waren die, glaube ich, also da waren da unten ja nochmal zwei mehr. Ich glaube, hier oben waren es auch nochmal zwei mehr. Also mindestens vier Trainer müssten weg sein. Wow. Dann kann man jetzt, das Fahrrad, ob das gut oder schlecht ist. Ich halte es für schlecht.
Weil das natürlich bedeutet, ich kriege weniger Training durch Trainer bis zur nächsten Arena. Ich muss also eigentlich zwangsweise vorher ein bisschen trainieren. Wobei ich glaube halt wirklich, wenn ich mit Wingull und Hydropi da anrücke, der wird nicht viel machen können, Camillo. Weil Hydropi ist so schon stark genug und wenn Wingull bis dahin den Flügelschlag hat, ist es überhaupt kein Thema mehr. Oh, und wie sieht's aus? Hast du den Nerven warnt? Du hast es geschafft. Du hast sie zurückbekommen. Du bist wirklich ein großer Trainer. Ich weiß, ich werde zum Tag einen weiteren Superball schenken. Besten Dank, den kann ich bestimmt noch gebrauchen. Bitte entschuldige, würdest du mir bitte folgen? Ein Teleport später sind wir oben. Dies ist die zweite Etage der Devon Corporation. Wie hast du uns gerade hierher gebracht? Wir sind doch gelaufen. Wir sind nicht gelaufen. Da war plötzlich das Bild schwarz und wir waren hier. Was hast du angestellt? Na gut, ich meine, wir wissen, dass es im Pokémon-Universum bereits Teleporttechnik gibt. Also, wer weiß. Nun, ich kann mir gar nicht sagen, wie dankbar ich für deine Taten bin. Das Paket, das du uns zurückgebracht hast, darf ich dich bitten, es zur Werft in Graffitport City zu bringen? Es wäre fürchterlich, wenn es den Demon noch in die Hände fallen würde. Kann ich diesmal wieder mit dir rechnen? Ja, mach nur. Ach, da fällt mir ein, würdest du mich einen Moment entschuldigen? Wie ist der Song bei mir gerade ganz schön laut? Mal ein bisschen leiser. Besser. Unser Präsident würde gerne kurz mit dir sprechen. Komm bitte mit mir. Ich mag diese Musik. Okay, bitte hier lang. Ich bin Mr. Trump, Präsident der Devon Corporation. Ich muss etwas mit dir besprechen. Du hast unseren Mitarbeitern nicht nur einmal, sondern zweimal aus der Klemme geholfen. Du bist so außergewöhnlich, dass ich dich gerne um einen Gefallen bitten möchte. Wir sind nicht außergewöhnlich, also schon, aber deine Mitarbeiter sind einfach nur Nichtsnutze. Da ist ein Unterschied. Ich weiß, dass du ein Paket zur Werft in Graffitport City bringen willst. Könntest du auf dem Weg nicht auch in Faustauerhafen Halt machen und Troy in Faustauerhafen einen Brief von mir übergeben? Jo, mach ich. Und wenn wir beides erledigt haben, können wir zurückkommen und... Oder muss ich nur einen Brief abgeben? Ehrlich gesagt, bin ich mir gar nicht sicher. Muss ich nur den Brief abgeben oder beide Sachen erledigen? Und dafür kriege ich dann den EP-Teiler. Weil den hätte ich eigentlich ganz gerne wegen Impa. Es ist halt echt eine ziemliche Qual, Impa zu trainieren momentan. Nun, du solltest wissen, dass ich ein einflussreicher Präsident bin und daher würde ich dich nie um einen Gefallen bitten, ohne eine Gegenleistung zu erbringen. Deshalb möchte ich dir dies hier geben. Ein Pokénav. Dieses Gerät ist ein Pokémon Navigator oder kurz Pokénav. Ein unentbehrliches Hilfsmittel für jeden Trainer auf Abenteuerreise. Er enthält eine Karte von Höhen, die ich so im Kopf habe und nicht brauche. So kannst du ganz leicht rausfinden, wo die Orte Faustauerhafen und Graffitport City liegen. Da und da. Das bringt jetzt unglaublich viel, dass ich in irgendwelche Richtungen zeige. Na, kein Thema. So. Gab es das Telefon hier auch schon? Ich weiß es nicht. Werden wir jetzt aufgehalten? Oder haben die das Telefon auch erst ins Markt eingefügt? Ich weiß es doch nicht. Sie haben es erst ins Markt eingefügt. Okay. Zeit für Pokécenter, dann Zeit für Pokémon Supermarkt und dann Zeit für Maike. Womit fängt die denn an? Hat sie nicht? Ich glaube, sie hat. Also, sie hat Wingull und. Und Flamly, oder ist auch schon Junglut? Keine Ahnung. Nicht Flamly, Jakobo hat sie ja genommen. Flamly wäre schön gewesen. Ja, da ist sie. So, erstmal Tranknachschub kaufen, die sind nämlich blöderweise ausgegangen. X-Spitze, ach komm. Was? Ich weiß, die X-Items könnten nochmal irgendwann nützlich werden, aber ich benutze die sowieso nie. Deswegen weg damit. Nugget, auch weg damit. Hatte ich eigentlich irgendwo ein Belieberung? Fliegen, wo ist denn der hingekommen? Hab ich den vertickt? Ja, habe ich, glaube ich. Ich weiß es schon gar nicht mehr. So, kaufen. Stimmt, den habe ich, glaube ich, vertickt, um mir anderes Zeug zu kaufen. So, Trank. Erstmal wieder 5 Tränke. Und nochmal 5. Und dann nochmal 4 Supertränke. Und euch Flugzeug oder Schutz? Schutz sollte ich mir vielleicht mal ein bisschen holen. Auch nur ein paar. Flugzeug brauche ich, glaube ich, erstmal nicht. Es gibt keine Höhle, aus der ich fliehen muss. So, Inventar wieder aufgestockt. Nur kurz zur Ordnung halber. Ach, das geht hier gar nicht. Ich bin jemand, der sein Inventar immer sortieren muss. Das ist ganz schlimm. So. Besser. Gut. So, mit welchem Pokémon fängst du an?
Sie hat einen Wingull, da bin ich mir sicher. Sie hat Gekabor. Für Gekabor wäre eigentlich Thelma oder Navi eine gute Wahl. Am besten Thelma, weil Thelma hat Kopfnuss. Leute, Thelma sollte ich vielleicht nicht nach vorne schicken. Ich versuche tatsächlich mit dem Lead mit Impa. Weil ich glaube, sie hat Wingull. Sie hat später noch einen Schneckmack. Das wäre natürlich ganz gut, wenn ich dann da Wingull hätte. Aber ich weiß, das hat sie, glaube ich, noch lange nicht. Oh, hi Link, wie geht's mit deinem Pokédex voran? Meiner sieht schon ganz anständig aus. Ich habe zwei Pokémon gesehen. Ich habe im blöden Moment Pokémon gefangen, bis ich keine Pokébälle mehr hatte. Moment, was? Achso, aber übrigens, ich habe Mr. Bark im Blütenbewald gesehen. Ich glaube, er ist auf dem Weg zu seiner Hütte am Meer. Link, du bist gerade hergezogen und kannst nicht wissen, Mr. Bark ist Seefahrer. Moment, du kämpfst gar nicht? Ich bin enttäuscht. Die kämpft echt nur in Smaragd? Das ist ja kacke. Was ist das für scheiß Rivale? Wer hat diesen Rivalen eingefügt, der nicht mal kämpfen will? Ich bin empört. Hat die möchte keine abgeholt? Ich glaube, ich hab's vergessen, ne? Nicht, dass ich die brauchen würde, aber hey du. Der Name, über Bären lernen? Nö. Willst du etwas über Bären lernen? Nö, ich weiß, wie man mit den Dieren umgeht. Weimar kann, ich glaube, von der da unten kriege ich noch eine Beere, aber. Was ist denn das für eine? Ja, ja, ich weiß, Weimar kann, danke schön, ich kann damit umgehen. Ich werde die sowieso nie brauchen, außer vielleicht einmal, wenn ich hinterher in der Kampfzone das Mogelbaum besiegen will. Und das ist eigentlich vollkommen egal, weil in die Kampfzone kommen wir in diesem Let's Play gar nicht. Also ist das scheißegal. Nach dem Sieg über den Champ ist ja vorbei, ne? So, Blütenbuchwald. Hopp. Hopp. Und da. Jetzt hätte ich eigentlich mal außen umgehen können, da liegt ja noch eine Wundersaat. Hol ich die jetzt noch? Es muss sein. Muss sein, weil Wundersaat wäre eigentlich ein gutes Item für Lotozel. So, Schutz aktivieren. Ich hab's vergeigt, sehe ich hier ein. Ich sollte vielleicht erst nachdenken und dann loslaufen, aber wir machten so einen Scheiß. Sicher, hier gab es irgendwo Wundersaat. Oh, was ist denn das da? Ja, ein Mini-Pilz. Ja gut, den kann man verkaufen. Verkaufte Items bringen Geld. So, kannst du mir das? Richtig, Wundersaat. Für Lothurzel. Ich glaube hier unten, genau, da ist auch noch was. Aber erstmal ein wildes Pokémon. Oh, Knilz. Ich darf dich leider nicht benutzen. Ich darf dich nicht mehr fangen, weil ich im Wald schon was gefangen habe, aber. Oh. Normalerweise würde ich mich immer so tierisch über Knilz freuen. Da hat man echt was Schönes gemacht, weil Knilz ist süß und Kapilz ist cool. Das ist eine super Entwicklungsreihe. Was will man denn mehr? ja, gut, schon wieder ein Knilz. Erstaunlich, so viele Knilz. Normalerweise sind die nicht so häufig. Normalerweise trifft man hier eher Wampel, 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 Schaloko und wie ist das andere nochmal? Panikon. So. Ich brauche keine weiteren Zwischenstopps. Ich nehme das mal. Warte, Mädchen, immer langsam, Pekko. Du bist Link. Du hast mein Liebling Pekko gerettet. Wir verlangen dir sehr viel. Wie bitte, du möchtest segeln. Du musst deinen Brief nach Foster Haven und dein Paket nach Graffitport City bringen. Da hast du aber gut was zu tun. Aber deine Bitte ist überhaupt kein Problem für mich. Bei mir bist du richtig. Ja, los geht's. Foster Haven, wir kommen. Anker gelichtet, Pekko, mein Schatz. Wir setzen Segel. Mein Schatz. Ja, gib voll das. Mit der coolen Seefahrtsmusik. Okay, Forsthafen. Ja, Forsthafen Anker geworfen. Ja, Brief zu Troy bringen. Ich weiß, das mache ich jetzt auch. Doch vorher Angler. Ah, da fällt mir ein, ich sollte mich hier auch noch eine Angel holen und mir einen Carpador fangen. Das ist. Oh, schon Level 12, jo.
plötzlicher Levelanstieg. Gut. Solange du bei Umklammerung bleibst, ist das alles okay, weil das macht einfach mal null Schaden. Impa faulenzt. Impa, du faule Socke. Innet sinkt. Nicht schlimm, ich bin sowieso langsamer. Giftstachel. Okay, jetzt wird's uncool. Nicht, weil es irgendwie groß mehr Schaden macht. Nein, sondern weil es vergiften könnte. Und bitte reich aus. Dankeschön. Ordentliche Erfahrungspunkte. Ja, ich meine, vor der Arena werde ich sowieso noch trainieren müssen. Ich hole mir gerade zuallererst mal eine Angel. Ich werde noch nicht angeln. Aber ich, was war denn das? Warst du das? Nö. Oder warst du das hier unten? Und da, hast du Lust zu angeln? Ja, klar, Mann. Eine Angel erhalten. Ich werde mir auf jeden Fall hier einen Carpador fangen. Einfach weil ich in Faustauer Hafen sowieso nichts anderes fangen kann. Also, ich kann halt nur angeln. Und, naja, Carpador. Na gut. Carpador dürfen wir benutzen. Und, Garados den wir auch. Und, why not? Garados wäre doch eigentlich nicht verkehrt zu haben. Wäre ich zwar noch nicht ins. Also, ich würde Garados noch nicht ins Team nehmen. Ich kann Garados nicht ins Team nehmen, weil ich ja noch keinen Garados haben kann. Das ist ja erst Level 20. Aber, ja. Trotzdem etwas, was ich gerne hätte. Und wie gesagt, wenn ich sowieso schon quasi keine große andere Chance habe. Ich weiß nicht, was könnte ich hier sonst noch kriegen? Mit der Profi- und Superangel kriege ich vielleicht noch Goldini, Tentacha, mit ganz viel Glück vielleicht auch ein Weimar, aber. Ich glaube, dann ist mir Garados sogar noch am liebsten. Das ist übrigens ein lustiger Kampf. Hummels gegen Carpador. Hummels greift nur jeden zweiten Zug an und Carpador macht nur Platscher. Ja, und das ist auch spannend und bringt null Erfahrungspunkte. Das Hauptproblem eines Carpador. Es bringt keine Erfahrungspunkte. Als nächstes Tentacha. Ich bleib sogar mal drin. Weil das für ein Level abbrechen würde. Dann sind zumindest alle Level 10. Mir fällt gerade auf, ich habe drei Normal-Pokémon dabei, die ich in der Arena nicht einsetzen kann. Das ist ungünstig. Okay, ich wechsle aus. Macht auch guten Schaden. Aber wer versucht. Ach komm, ich versuch's mal. Ich versuch's nicht. Verwirrung und Gift. Ah! Thelma, du hast ein Item. Welches Item ist denn das nicht noch? Wo steht das Item? Da, Supertrank. Nice. Wehe, du vergiftest es wieder. Na gut. Carpador, yay! Die Spannung steigt. Ich gehe jetzt gleich auf jeden Fall noch in die Höhle und fange mir da ein Pokémon. Es gibt ja nicht viel, was wir fangen dürfen. Deswegen. Was dürfen wir überhaupt fangen? Zubat. Das war's auch schon wieder. Ja, Zubat und. Stimmt, Tobias. Schmeiß ich einen Schutz rein und versuche. Eigentlich ist es recht egal, was ich mache. Achso, ja. Okay, ich setze jetzt erstmal Xanto nach vorne, weil ich nicht weiß, auf welchem Level die Pokémon sind. Dann setze ich einen Schutz ein. Und lauf durch die Höhle. Ich möchte auf jeden Fall auf den unteren Ebenen ein Pokémon fangen, weil ich da noch die Chance auf Zubiris habe. Und Stolluno gibt es, glaube ich, auch nur hier unten. Hier runter, das ist ein Item. Da. Ich
ganz unten oder hier auch. Ja, ganz unten. Schutzwechselmeer, so. Guten Encounter für die Höhle. Küstenhöhle war es hier, ne? Ist ein Stolunior. Nice. Überlebst du eine Lebensschelle? Komm, Lebensschelle macht keinen Schaden. Los geht. Ja, Stolunior dürfen wir nicht benutzen. Natürlich nicht. Aber, für den Fall. Für den Fall, sage ich jetzt mal so, dass wir dann irgendwann mal, ich habe den gesamten Part vergessen, die Rubine aufzuschreiben. Ich bin ein Idiot. Das werde ich gleich mal nachholen müssen. Kommt bei mir bald. Einfach so. Für den Fall, dass ich dann irgendwann mal die Typenliste erweitern kann, wäre, ja, Stahltyp dazu. Oder Gestein, ich weiß nicht, was Stolunior das S-Typ ist. Wäre eine gute Sache, weil Stolunior ist ein geiles Pokémon. Das hätte ich auch nicht ganz gerne. Könnte ich bestimmt gut was mit anfangen. Superball. Ich gucke mal nach, Stolunior. Und drin, wunderbar. Es war Stahlgestein, okay. Ein Pokédex angelegt. Stolunior's Körper besteht aus Stahl. Mit einem Schlag kann dieses Pokémon einen Schwerlasttransporter demolieren. Der Lastwagen stellt danach eine handliche Mahlzeit für dieses Pokémon dar. Okay. Interessanter Spitzname. Es war weiblich. Moment, wie wird der Charakter beschrieben? Das weiß ich gar nicht. Wo ist er denn? Okay, genau so wie ich es mir gedacht hätte. Da passt meiner Ansicht nach einfach ein Name. Ich weiß nicht warum. Ich finde, der passt einfach wunderbar. Und zwar Ashley. Auch nach dem Twilight Princess Charakter. So schon, ne? Ja. Ashley. Außerdem mag ich den Namen irgendwie. So. Soweit, so gut. Ich glaube, ich bringe jetzt noch kurz den Brief zu Troy, wenn ich schon hier unten bin. Wenn ich auf die falsche Richtung. Ich glaube aber, dafür setze ich einen Schutz ein. Sehr schön. Stolunior. Gefällt mir. Schutz. Jetzt wieder ein bisschen die richtige Richtung. Da hoch. Hier oben ist noch ein Ewigstein. Genau da. Den werde ich wohl nicht brauchen, aber das ist kein Grund, ihn nicht mitzunehmen. Garnethöhle war es nicht, Küstenhöhle. Stimmt, die Küstenhöhle war hinten bei Moosbach. Dieses Ding, das du trägst, das ist ein Pokénuff. Wenn Trainer, die einen Pokénuff besitzen, gegeneinander kämpfen, wird das Ergebnis hier gespeichert. Oh, entschuldige, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Troy. Ich sammle seltene Steine, daher gehe ich immer mal wieder auf Reisen. Oh, ein Brief für mich? Link übergibt den Brief. Link, der Postbote. Gab es ja auch irgendwie in den Zelda-Spielen. Okay, danke schön. Du hast all die Beschwerlichkeit auf dich genommen, um ihn mir zu bringen. Ich muss mich bedanken. Ehrlich, ich werde diese TM geben. Stahlflügel. Könnte ich Wingull beibringen? Ich glaube allerdings nicht, dass ich das unbedingt brauche. Deswegen lasse ich es erstmal. Deine Pokémon sehen recht talentiert aus. Wenn du fleißig trainierst, wirst du vielleicht eines Tages der Champ der Pokémon-Liga. Das ist meine Meinung. Nun muss ich mich aber wirklich beeilen. Stimmt, er ist ja noch der Champ. Scheiße. Dann muss ich mir hinterher auf ein Stahlteam vorbereiten. So ein Kack. Dann sollte ich nach Möglichkeit eher irgendwie mir einen den Feuertyp dazu holen, merke ich gerade. Scheiße! Oder Boden! Oh, Moment, du gibst mir Blitz, oder? Schau mal, glaube ich, da weiß ich, wie man Blitz ansetzt, bla bla, und dann werfen deshalb. Danke, Blitz! Ist ja nicht so, dass ich gerade wieder aus der Höhle raus wollte. Gut. Alles klar, ich denke mal, das war's dann aber für heute. Ich gehe jetzt zuerst einmal zurück zum Präsidenten und gucke, ob ich den EP-Teil schon kriege. Und dann werde ich jetzt erstmal ein bisschen trainieren, glaube ich. Ich weiß noch nicht, wie viel. Ich weiß echt nicht, wie viel. Ah, mal sehen. Ich werde jetzt jedenfalls erstmal ein bisschen trainieren. Bis dahin. Ciao.